Hallöchen zusammen, ich möchte euch heute sagen, welche 10 Dinge in meiner Küche nicht mehr fehlen dürfen und was ich euch raten würde, wenn ihr auszieht und in eure erste eigene Wohnung zieht, was ihr unbedingt beachten solltet. Tipp Nummer 1 ist, kauft euch gleich das gute Geschirr, was ihr haben wollt. Für mich bringt es überhaupt nichts, wenn ich mir bei IKEA 30 Teller kaufen kann, es sei denn, ich finde die IKEA-Teller natürlich total schön, dann kauft die gerne. Und auch nichts gegen IKEA, ich liebe IKEA. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass man doppelt bezahlt, wenn man erst versucht, günstig Masse zu kaufen, um später auf was Hochwertigeres umzusteigen. Und im Normalfall, also ich habe von den Tellern, die ich habe, jeweils 6 Stück zu Hause, bei manchen sind es 8. Und wir sind immer zu zweit. Und wenn mal Freunde kommen, dann benutzt man das Geschirr. Aber diese Vorstellung, ich brauche 30 Teller, weil ich könnte ja einmal im Jahr oder einmal alle 10 Jahre eine große Feier planen. Das passiert irgendwie viel zu selten. Es sei denn, das passiert bei euch. Aber bei mir passiert das nicht und bei meinem Umfeld auch nicht. Deshalb habt lieber weniger Geschirr, dafür richtig Gutes. Und ihr freut euch bei der Benutzung eigentlich einfach wesentlich mehr. Ich habe mir hier in der Wäscherei jetzt vor kurzem, also ich tausche das durchaus auch mal aus, diese super schönen dunkelblauen Schalen gekauft. Die sind von Salt and Pepper aus der Meridian-Reihe. Ich finde das Design toll, die Form. Ich liebe dieses Dunkelblau. Das mag ich total gerne in der Küche leiden und finde die einfach toll in Verbindung mit Weiß. Und deshalb habe ich auch diese weißen Teller. Die habe ich mal bei TK Maxx gefunden. Die sind von Dartington Porzellan. Die sind auch Mikrowellen- und spülmaschinenfest, genauso wie das andere. Darauf achte ich auch, weil ich habe zwar jetzt keinen Geschirrspüler, aber wenn ich in die neue Wohnung ziehe mit meinem Partner, dann werden wir da einen Geschirrspüler haben. Und deshalb ist es wichtig, dass das Geschirr auch Geschirrspüler geeignet ist. Ja, und Weiß und Blau ist eine tolle Kombination. Es ist super schönes Geschirr und ich erfreue mich da viel mehr dran, als wenn es jetzt irgendwie eins ist, was ich nur mal so auf die Schnelle kaufe, um irgendwas zu haben. Das wäre es für mich überhaupt nicht wert, diesen Schritt dazwischen zu gehen. Kauft euch gleich das Richtige, kauft dann lieber erstmal weniger Teller. Die könnt ihr sukzessive ja auch nachkaufen oder euch dann irgendwie nochmal schenken lassen und ihr habt da wirklich so viel mehr Freude dran. Zu schönem Geschirr sollte natürlich auch schönes Besteck gehören. Als ich damals ausgezogen bin, habe ich das so gemacht, dass ich bestecktechnisch das Besteck von meinen Eltern und Großeltern mitgenommen habe. Also so altes Besteck, das war auch erstmal nur so durcheinander, weil ich wollte kein Geld dafür ausgeben, weil ein gutes Besteck in dem Moment zu teuer für mich gewesen wäre. Und ich wollte auch hier nicht diesen Zwischenschritt gehen, irgendwas billig kaufen, um später hochwertig zu ersetzen. Und dann habe ich mir aber irgendeinen Weihnachten, dann, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, dieses Besteckset von WMF gekauft. Das ist die Reihe von Jette Joop mit diesem wunderschönen, kann man das hier sehen, Diamantschliff quasi unten. So finde ich, sieht das aus. Und ich habe da die Messer von, die, also es ist quasi ja so ein Set, was dann kommt. Ich habe da, bin ich der Meinung, 6 oder 8 Stück sind das, die in diesem Set drin sind. Plus, ich hatte mir, die wurden mal separat verkauft, auch diese Cappuccino-Löffel mit diesem langen Stiel gekauft. Die finde ich für Desserts oder auch so Cappuccino immer total toll. Und ich liebe dieses Besteck. Das war so eine gute Entscheidung, dass ich darauf gewartet habe, weil ich konnte mich damit in Verbindung setzen, welches Besteck möchte ich eigentlich haben, welches Design gefällt mir gut. Und ich habe das jetzt bestimmt schon 4, 5 Jahre, das Besteckset. Und ich liebe das noch wie am ersten Tag und freue mich jedes Mal, wenn ich es benutze. Es hat genau das richtige Gewicht für mich, es hat die richtige Größe, damit ich es gerne mit meinen Händen halte sozusagen, weil ich mag nicht so gerne so feines Besteck, ich mag das lieber so ein bisschen fester. Und deshalb kauft euch auch hier lieber gleich was richtig Tolles, was ihr dann jahrelang lieben werdet und dann rentiert sich auch der Preis dafür. Und wenn ihr zu Anfang natürlich aber auch Besteck braucht, dann guckt, ob ihr das nicht umsonst irgendwo von irgendwem noch bekommen könnt, eine gewisse Zeit ausleihen könnt und im Zweifel ganz billig auf eBay Kleinanzeigen noch was Günstiges irgendwie bekommt, damit ihr dann das Geld sparen könnt für das tolle, hochwertige Besteck. Dann haben wir Frauen natürlich immer so ein Tupper-Thema. Ich bin auch ein großer Tupper-Fan, aber ich brauche jetzt nicht alles von Tupper im Schrank. Trotzdem gibt es da 1, 2,
drei Teile, die ich euch ans Herz legen möchte. Das eine ist ein Teigschaber. Die kriegt ihr auch von anderen Marken. Ich komme mit dem von Trooper einfach am besten klar. Ich weiß, dass Freundinnen von mir auch schon andere ausprobiert haben und ein Teigschaber funktioniert dann irgendwie immer. Aber die von Trooper, die waren einfach immer noch ein bisschen smoother. Die sind besser über das Plastik oder die Schale irgendwie gefahren. Und man kriegt da einfach alles mit raus. Ihr bekommt Gläser leer. Ich mache total gern Eiweißsuppe. Dann schabe ich das Eiweiß damit aus dem Glas raus und erwische auch noch den letzten Rest. Ich benutze es teilweise zum Wenden in der Pfanne, weil es ein bisschen weicher ist als ein normaler Pfannenwender. Gerade wenn das auch irgendwas Weicheres ist, was in der Pfanne ist. So ein Pfannkuchen zum Beispiel, dann könnte der ja kaputt gehen. Und das braucht einfach jeder Haushalt. Und der in Verbindung mit dem Turbochef zum Beispiel, den kann man auch super hier einsetzen, um dann halt irgendwas, was man darin zerkleinert hat, weil der Turbochef ist quasi etwas, wo man drin etwas zerkleinern kann. Da kann man das super an den Seiten runterschaben, das rausholen. Deshalb ist der Teigschaber auch hierfür zum Beispiel super in der Kombination geeignet. Und der Turbochef selber, den liebe ich so sehr, weil ich es manchmal schwierig finde, noch mehr Gemüse im Alltag zu integrieren. Aber wenn man mit dem Turbochef das Gemüse ganz klein raspelt und man zieht halt einfach oben nur an der Kordel, hat unten das Gemüse drin und da ist so ein dreischneidiges Messer, das raspelt das klitzeklein, das sind wirklich ganz kleine Stückchen. Und dann mache ich da total gerne Gnocchi-Auflauf drin. Man kann das benutzen, um daraus dann so Gemüsebratlinge zu machen, wenn man das noch ein bisschen Mehl und Ei vermischt zum Beispiel und in der Pfanne dann anbrät. Und dadurch kann man halt dieses Gemüse super klein schaffen und das kann man halt in total viele Gerichte einfach auch so mit unterheben und hat dann automatisch Gemüse mit dabei. Also auch für welche, die nicht so gerne Gemüse essen, kann man dann so ein bisschen Gemüse runterschummeln, weil das so klein geraspelt ist. Es gibt natürlich auch Raspeln, da kann man sich richtig viel Mühe machen, aber der ist wirklich sein Geld sowas von wert. Auch die gibt es bei Tupper zu kaufen. Ich weiß, dass es die auch bei eBay Kleinanzeigen ganz viel zu kaufen gibt. Also wenn man da noch ein paar Euro sparen will, ich bin großer Fan von eBay Kleinanzeigen, dann kann man auch da mal gucken. Manche verkaufen ja auch neue, die sie einfach nie benutzt haben. Und ja, sollte in keinem Haushalt fehlen, meiner Meinung nach. Und das dritte Tupper-Teil sind einfach solche klassischen Dosen. Die hier gab es vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr. Und ich liebe die. Also erstens sind sie wieder so petrolblau, was ich ja, wie gesagt, in der Küche sehr gerne mag, wie wir jetzt festgestellt haben. Und die sind vor allem aber auslaufsicher. Das heißt, da kommt dann ein Deckel drauf und selbst wenn da Suppe drin ist, und die nutze ich ganz viel für Suppen, Eintöpfe, aber auch für andere Gerichte, man kann die wie auch immer halten und da läuft nichts aus. Das ist total klasse und es müssen jetzt natürlich nicht unbedingt diese Dosen sein. Aber es geht mir einfach darum, man sollte auslaufsichere Dosen im Haushalt haben. Und die gibt es von allen Marken, nicht nur von Tupper, sondern auch von anderen. Ich habe die jetzt von Tupper, bin super zufrieden mit denen. Meine Arbeitskollegin hat die Kürbisse und packt da zum Beispiel auch Suppe rein. Und bei ihr laufen die auch nicht aus. Ich weiß nicht, ob die darauf auch ausgelegt sind extra. Und ich weiß nicht mehr, wie die hier heißen. Da drückt man den Deckel so in der Mitte rein, damit die sich schließen. Ja. Auf jeden Fall auslaufsichere Dosen, da könnt ihr nämlich alles dran transportieren. Selbst wenn da ein bisschen Feuchtigkeit sich mal gesammelt haben sollte, es landet nichts in der Tasche. Weg von Tupper zur Aufbewahrung. Ich finde es mal super, wenn man sehen kann, was in so Aufbewahrungsgläsern drin ist. Und deshalb habe ich mir vor ein paar Jahren die Mühe gemacht und auch den finanziellen Aufwand betrieben, diese Gläser mir hier zu kaufen. Erstens sind die dann nicht aus Kunststoff, das heißt, es ist auch besser für die Umwelt. Und ich finde aber dieses durchsichtige Design halt total toll, weil man dann einfach sehen kann, was ist da drin. Ich habe das Ganze auch noch beschriftet mit so einem Dynamo, heißen die, glaube ich, ne? Dynamo, womit man hier so die Labels machen kann. Und dann habe ich in die Gläser halt, hier sind jetzt Haferflocken drin. Und hier habe ich zum Beispiel halt auch von Riviera Maison solche super schönen Schäufelchen drin, womit ich mir das Ganze auffülle. Jeden Morgen gibt es 5 Schäufelchen Haferflocken mit Milch und einem kleinen Löffelchen Leinsamen. Und diese geschroteten Samen, diese geschroteten Leinsamen sind es, die packe ich da auch noch mit rein. Und da ist auch so ein kleines süßes Schäufelchen drin. Und diese Gläser sind einfach super schön, da habe ich noch ganz viele mehr von. Ich bin ein totaler Leitungswassertrinker und mein Besuch ist das vielfach auch, deshalb kaufe ich keine Wasserflaschen. Vor allem, ich müsste sie alle hierher mit Rucksack oder so irgendwie tragen. Das heißt, es ist auch immer so ein relativ schwerer Aufwand und das ist mir immer nicht so wert. Und ich habe eigentlich keinen Besuch, der Sprudelwasser trinkt. So,
So, vielleicht mal ein oder zwei und auch die trinken dann auch Leitungswasser, das ist kein Thema. Ja, ich finde dann nur, wenn man Besuch hat und sagt, möchtest du noch ein Glas Wasser, läuft dann zum Wasserhahn und tut es dann da rein. Das ist irgendwie nicht so schön präsentiert. Deshalb finde ich, darf in jeder Wohnung eine schöne Karaffe nicht fehlen. Das kann eine Glaskaraffe sein. WMF hat ja auch super schöne, wo man noch so ein bisschen auf so einem Spieß so Obst reinmachen kann. Und diese Karaffe habe ich gekauft 2011 in London. Und die ist halt super schön bunt. Die ist hier drin rot. Normalerweise bin ich überhaupt nicht für so Buntes. Aber wenn das so ein Teil punktuell ist, dann ist das auch eine voll tolle Möglichkeit. Kann man ja echt gut sehen. Sieht hier schon relativ gut aus. Ja, und jetzt ist mir leider der Akku ausgegangen und es wird irgendwie immer dunkler. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es heute dann ein bisschen dunkler im Video ist. Ich war gerade dabei, von einer wunderschönen Karaffe zu schwärmen und euch zu sagen, dass eine schöne Präsentation von Leitungswasser in einer schönen Karaffe auf jeden Fall die Euros wert sind, der Investition sozusagen. Also ob es jetzt so eine schöne bunte irgendwie ist, wie in meinem Fall, oder auch eine Glaskaraffe von WMF oder von anderen. Man kann dann einfach Leitungswasser noch schön präsentieren, wenn man es halt in eine Karaffe tut oder in eine schöne Flasche. Gibt auch von Ikea tolle, schöne, günstige Möglichkeiten. Aber ich finde, es macht immer noch mehr her, als wenn man immer zum Leitungswasserhahn rennt. So, und jetzt hoffe ich, dass ich die richtigen Sachen nochmal in die Kamera halte. Zum Thema Getränke bieten sich natürlich auch schöne Gläser an. Ich habe von meinen Großeltern, als die aus ihrer Wohnung ausgezogen sind, die ganzen Bleikristallgläser sozusagen vorgeerbt. Und finde ich super schön. Für Sekt habe ich welche, Wein, Sherry. Ich trinke keinen Sherry, aber da trinke ich zum Beispiel meinen Baileys draus. Und die sind einfach super schön. Die sind von Nachtmann, das ist die Tiffany-Serie. Und die ist einfach sonst wahnsinnig teuer. Ich glaube, ein Glas, hat mein Opa mal gesagt, kostet sonst 30 Euro. Und das ist natürlich echt immens, selbst wenn es nur 10 oder 20 Euro wären. Ich habe voll viele Gläser von denen bekommen. Richtig toll, müssen von Hand abgewaschen werden, dürfen also nicht später in meinen Geschirrspüler rein. Aber das verzeihe ich denen in dem Fall. Diese Gläser dürfen da später rein. Das sind Ballongläser und die benutze ich immer für meine Gin Tonics. Beziehungsweise die und noch ein anderes Glas, was ich euch auch gleich nochmal zeige. Ich finde die einfach so schön, weil das nicht die klassischen Longdrink-Gläser sind. Und die haben diese Ballonform, die sehen so ein bisschen aus wie so ein überdimensional großes Weinglas. Sie sind nicht mehr ganz so stabil. Wenn hier oben so viel Flüssigkeit drin ist, dann sind sie natürlich relativ schwer. Und dann ist hier dieser schmale Stiel. Aber sie sind einfach super schön präsentiert. Ich habe auch große Eiswürfel. Das heißt, hier kommt immer ein großer Eiswürfel rein. Mein Gin, mein Tonic, ein bisschen Botanicals oder vielleicht eine Grapefruitscheibe. Und dann sieht das einfach super schön aus und man mag daraus noch viel lieber trinken. Und wenn ich denke, dass die Gefahr, dass das Glas umkippt, doch ein bisschen zu groß ist, dann steige ich auch gerne um auf meine Kupferbecher. Die habe ich von meiner besten Freundin mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die anderen Gläser übrigens auch mal zu Weihnachten von einer anderen Freundin geschenkt bekommen. Und ja, finde ich richtig cool. Das sind eigentlich Becher von Moskau Mule. Trinke ich irgendwie zu selten. Also ich bin so ein Gin-Tonic-Trinker. Ich könnte natürlich auch mal wieder Moskau Mule machen, aber ich habe immer Gin auf jeden Fall irgendwie da und dann kaufen wir Tonic und dann ist die Sache geritzt. Und ich finde die einfach super schön vom Display. Da könnte man auch einfach nur Wasser drin servieren, wenn man wieder schön Wasser. Ihr merkt, ich trinke viel Leitungswasser und finde eine Präsentation des Leitungswassers sehr schön. Man kann also natürlich auch alles mögliche andere draus trinken und es sind Becher, die sich sehr schön auf dem Tisch machen. Oder auch wenn man so eine kleine Weinbar oder so eine kleine Bar hat, wo man so seine Flaschen drin stehen hat, dann würden die sich da natürlich auch total gut drin machen und schön aussehen. Dann habe ich dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen, mein Le Creuset. Das ist dieser Breta. Und ich finde den einfach toll und deshalb ist das für mich auch so ein Teil, wenn ihr in eine Wohnung zieht, ihr braucht nicht 1000 Töpfe, ihr braucht einen Breta, dieses Standardmodell von Le Creuset. Das ist unten quasi Bratpfanne, durch den Deckel ist es Topf, es ist aus Gusseisen, dadurch ist es gleichzeitig Auflaufform. Es ist so vielfältig einsetzbar und ich benutze den nur noch. Ich habe die letzten 2 Monate nicht einen Topf aus dem Schrank geholt. Klar, wenn man jetzt irgendwie was anbrät und noch eine Soße machen will und zusätzlich noch was kochen will, dann braucht man natürlich vielleicht schon 2, 3 Sachen. Da bin ich natürlich auch realistisch. Aber für viele Sachen, die ich koche, brauche ich immer nur einen Teil und dann habe ich den immer draußen. Der steht bei mir jetzt auch standardmäßig immer auf dem Herd. Das hat mir die Verkäuferin nämlich gesagt, dass sie das so macht, dass sie den immer auf dem Herd stehen hat und den dann ja auch immer griffbereit hat, wenn sie irgendwas machen will. Und dann mache ich darin auch einfach nur mal Spiegelei oder Spaghetti. Aber ich habe da drin auch schon Aufläufe gemacht. Ich habe da drin
eine Hühnersuppe gekocht, so eine mexikanische mit Limette und noch Jalapenos mit dabei, total lecker. Und dieses gusseiserne Material, das speichert die Wärme einfach so lange. Das heißt, man heizt das erst auf und wenn es dann kocht, dann dreht man die Flamme runter, weil der Topf die Hitze einfach speichert und das Ganze weiter durchgart. Dadurch spart man auch nochmal Energiekosten, als wenn man einen normalen Topf hat. Und wenn der Deckel drauf ist, dann würden natürlich diese kleinen Abstandhalter hier nicht mehr dazwischen sein. Dann kommt da auch kein Dampf zwischendurch raus, weil das, ja, wie eine Eins einfach sitzt. Also wirklich große Empfehlung, wenn ihr momentan normale Töpfe habt, kauft euch einen Le Creuset. Es gibt zum Beispiel auch in den Outlets, zum Beispiel wie bei uns in Neumünster, auch Le Creuset. Da hab ich den quasi damals auch gekauft und mir dann quasi zum Geburtstag schenken lassen von meinen Großeltern. Wirklich gut investiertes Geld. Und der letzte Tipp, den ich für euch habe, und da geht es gar nicht um den Inhalt. Man sollte natürlich Untersetzer und einen Sparschäler immer irgendwie zu Hause haben. Aber in dem Fall geht es darum, wenn ihr so gerne reist wie ich, dann bringt euch solche Sachen aus dem Ausland als Souvenir mit. Ich habe diese Untersetzer 2017 mit meiner Freundin in Lissabon gekauft und den Sparschäler habe ich 2013 in Australien gekauft. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich diesen Sparschäler liebe. Ich habe auch noch ein, zwei andere, aber den benutze ich am liebsten. Und jedes Mal, wenn ich den benutze, denke ich an diese Zeit zurück. Ich denke daran, wie ich den da in diesem Laden gekauft habe. Und das ist ein ganz normaler Sparschäler. Es ist nichts Besonderes. Es ist kein Hightech-Produkt. Es ist einfach ein Sparschäler, mit dem ich diese Reise verbinde. Und deshalb finde ich das so toll, weil diese Sachen, die man sich für die Küche oder auch so für den Haushalt kauft, die benutzt man im Alltag. Klamotten, die ich damals in Australien gekauft habe, 2013, das ist ja jetzt auch schon 7 Jahre her, die habe ich größtenteils gar nicht mehr, weil die nicht mehr schön waren. Die waren irgendwie dann irgendwann auch verwaschen oder haben meinem Geschmack nicht mehr entsprochen. Aber einen Sparschäler braucht man immer, da ändert sich ja jetzt auch der Geschmack nicht. Gut, ich könnte ihn mir jetzt in Blau wünschen, weil ich Blau schöner finde, aber es macht doch gerade was, dass er irgendwie grün ist und es aus Australien ist. Und ich habe zum Beispiel auch 2000, wann war das? Anfang 2019, glaube ich, war das. War ich in Helsinki und in Finnland noch Husky-Schlittentouren machen. Und da habe ich, man kann das jetzt gar nicht mehr sehen, weil es schon so dunkel ist. Es tut mir echt leid. Ich halte es mal ein bisschen anders. Mal so. Ja, so kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Habe ich mir diese schöne Kissen gekauft, beziehungsweise 2 Stück davon. Auch mit diesem Innenleben. Und habe die dann von Helsinki mit dem Flieger erst ins Outback da, wo wir Husky-Schlittentouren gemacht haben. Da hatten wir dann so ein Haus, da habe ich die dann erst hingeschleppt. Dann habe ich die wieder zurückgeschleppt zum Flughafen. Und dann haben sie den ganzen Weg mit dem Flieger nach Deutschland gemacht. Und dann von Düsseldorf aus, glaube ich, war das, bin ich mit der Bahn dann zurück nach Hamburg gefahren. Und da sind sie auch mit mir Bahn gefahren. 2 solche Kissen, ihr seht, wie dick die sind. Ganz schön schwer. Na. Aber ich freue mich einfach immer, wenn ich sie benutze und deshalb, ich habe so viele Sachen, die ich im Ausland gekauft habe, auch eine Kuscheldecke, Bettwäsche, Kopfkissen für Schlafzimmer, dass ich alles durch die Flieger geschleppt habe und dass das so durchgegangen ist. Das ist ja manchmal kaum zu glauben. Wenn ihr da wissen wollt, was ich sonst noch so im Ausland gekauft habe, dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, dann erzähle ich euch das mal gesondert. Weil da ist echt einiges dabei, wenn ich mir das hier so angucke. Auflaufform aus Kopenhagen. Ist ja nicht so, dass man die Sachen hier nicht kriegt und die Sachen sind im Ausland auch nicht günstiger oder so. Es geht überhaupt nicht um den Preis. Es geht einfach um diese Erinnerung, die man dann damit verbindet. Und das ist einfach so eine schöne Verbindung, die man dann hat. Und vor allem, man nutzt es immer im Alltag und hat halt jeden Tag etwas davon. Und nicht nur, wenn man mal das T-Shirt trägt und dann ist das T-Shirt irgendwann auch zu alt, dass man es nicht mehr trägt. Richtig toll. Und jetzt, ich sehe das schon im Bildschirm, es ist echt dunkel geworden. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich hatte letztens auch mal einen Kommentar, da wurde schon mal angemerkt, dass ich vielleicht bei Tageslicht filmen soll. Ich habe bei Tageslicht vorhin angefangen und dann ist leider die Kamera gestorben. Beziehungsweise die Speicherkarte war voll. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich werde mich wieder bessern. Morgen zum Beispiel ist ein Tag, da habe ich früher Feierabend.
kann ich auch ein bisschen früher filmen und dann wird es auch wieder heller werden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem alles Wichtige erkennen können, sehen können, den Gedanken dahinter verstanden. Und mich würde jetzt auch interessieren, was soll denn bei euch in der Küche nicht fehlen? Also worauf könnt ihr nicht verzichten? Gibt es irgendwas, was ihr unbedingt nochmal anschaffen wollt? Kleiner Spoiler-Alarm, ich habe mir jetzt einen Thermomix bestellt. Ich bin so gespannt, weil meine Arbeitskollegin und Freundin, die ist jetzt als Praktikantin da unterwegs und ich bin ja deshalb mit auf den Zug jetzt aufgesprungen. Meine Mama hat schon einen. Mein Freund findet Thermomix total toll und ich habe auch andere Arbeitskolleginnen, die ganz, ganz viel mit dem Thermomix machen und total begeistert sind. Ja, und ich wollte schon längere Zeit einen haben und jetzt meine Freundin Praktikantin, da ist, habe ich gesagt, ich bestelle jetzt mal einen. Der könnte sogar mit Glück Ende der Woche kommen. Ich bin total gespannt. Vielleicht nehmen wir den dann auch mit in den Urlaub, weil wir da ein Apartment haben und mit dem Auto dahin fahren und haben schon überlegt, dann könnten wir den vielleicht ganz cool einsetzen und morgens Brötchen backen, für nachmittags irgendwie Eis selber machen, Teige für Pizza ansetzen, Suppen kochen. Also man kann ja irgendwie so viel mit dem machen und ich koche ja auch so schon wahnsinnig gerne und viel. Aber da ist so viel Arbeitserleichterung teilweise hinter und dadurch, dass man nicht die ganze Zeit daneben stehen muss und der von alleine auch dann ja aufpasst, dass nichts anbrennt, habe ich in der Zeit einfach dann auch die Möglichkeit, parallel Stopp zu sagen, irgendwas im Haushalt zu machen oder auch einfach nur die Füße hochzulegen. Also, ich bin gespannt. Was darf in eurer Küche nicht fehlen? Habt ihr einen Thermomix oder wollt ihr einen haben? Interessiert euch dazu dann irgendwie auch so Rezeptideen oder so eine kleine Review, wie der Thermomix so ist? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, dann werde ich euch alle Fragen beantworten und gucken, was ich da so als Videos zukünftig noch für euch produzieren kann. Und dann sehen wir uns bald mit mehr Tageslicht wieder. Ich drücke die Daumen, ich verspreche es. Ich hoffe, ich kann es einlösen. Bis dann, ciao!